Redaktion. Dann noch der Papu, das Papu, als nochmal zusätzliches extra Element, damit man weiß, das ist jetzt auf jeden Fall der Chorus. Okay, und das war's tatsächlich. Hallo allerseits. Ich mache heute mal ein kleines Video, wie ihr zu Hause relativ einfach, relativ kostengünstig, beziehungsweise eigentlich nahezu kostenlos, euren ersten Hip-Hop-Beat oder einen Hip-Hop-Loop, einen Hip-Hop-Demo-Beat, Lo-Fi-Beat mal erstellen könnt. Dieses Video mache ich vor allem, weil ein gewisser Bekannter von mir da noch so ein bisschen Unterstützung braucht und immer recht faul ist, was die Tutorials, die ich ihm immer sende, anbelangt. Da habe ich beschlossen, kaum weiß was. Ich mache das einfach mal selber, weil dann kann ich es so auslegen, dass es für ihn ganz gut passt. Und ich habe gedacht, hey, maybe wäre das vielleicht für jemand anderen auch vielleicht nützlich. Wichtig hierbei gesagt sei Folgendes. Ich habe meinen ganz eigenen Stil, wie ich das mache. Ich versuche, dieses Tutorial sehr, sehr kurz zu halten, sehr, sehr viel Information reinzupacken. Ich versuche, dass es nicht so langatmig wird. Ich versuche, das diesmal tatsächlich sehr, sehr simpel zu halten. Ich habe diesbezüglich einen Beat schon zur Hälfte, ich sag mal, fertig gebaut. Den werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Ich werde jetzt auch hier kein komplettes Beat-Tutorial machen, also von komplett fertiger Produktion, ne, also Mastering wird hier jetzt erstmal nicht vorkommen. Dieses Video ist wirklich für all diejenigen unter euch, die vielleicht sogar das allererste Mal ihre ersten Schritte in Cubase machen. Bitte jetzt nicht verwundert sein, wie mein Screen jetzt aussieht. Wir werden nacheinander gar jetzt gemeinsam da eintauchen. Und wichtig, selbst wenn der Beat, den ich euch jetzt abspiele, nicht direkt euer Genre sein sollte, weil ihr, weiß ich nicht, vielleicht Trap macht, Drill macht oder vielleicht was komplett anderes. Vielleicht seid ihr auch Mettler und seid hier ganz zufällig reingestolpert. Das ist egal. Wichtig wäre tatsächlich, dass ihr vielleicht das eine oder andere mitnimmt. Vielleicht was meine Gedankengänge anbelangen. Genau. Okay. Ich spiele euch jetzt einfach mal ab, wie der Beat quasi am Ende, beziehungsweise womit wir dann jetzt arbeiten werden. Ich werde euch jetzt das ganz kurz abspielen und danach werde ich ganz kurz auf die einzelnen Instrumente eingehen. Die sind alle kostenlos erhältlich, beziehungsweise kommen Stock mit Cubase. Stock bedeutet, sie sind quasi, wenn ihr euch Cubase kauft oder auch die Demo runterladet, schon mit dabei. Das bedeutet Stock, sie kommen quasi von Haus aus. Ich benutze Cubase Elements 8, weil ich ein armer Schluckerstudent bin. Okay, los geht's. Gehen wir jetzt erstmal ganz kurz durch alle Instrumente durch, die ich hier benutze. Dazu klicke ich einfach hier hin und dann komme ich zu meinen Instrumenten. Und zwar ist das einmal Halion Sonic SE3. Und zwar ist das das Lo-Fi Piano mit dem Titel Autumn Breeze. Das ist nämlich ganz cool, denn ich glaube, genau, wenn ihr hier hinklickt, dann kann es sein, wenn ihr jetzt das allererste Mal Cubase habt, dass ihr vielleicht jetzt nur diese drei oder vier Dinge hier habt, also HSSE, Artist, Basic und Trip. Denn vor geraumer Zeit, und geraumer Zeit bedeutet, ich glaube, vor einem knappen Jahr oder so, kam irgendwie so ein Update oder sowas durch, wie Halion Sonic, keine Ahnung, lange Rede, kurzer Sinn. Man konnte sich dann dieses Lo-Fi-Piano ganz einfach über den mittlerweile irgendwie geupdateten Cubase-Software, irgendwas im Manager, der ist ganz kompliziert, dafür gibt es safe irgendwelche bekloppten Tutorials, wenn ihr einfach das hier googelt. Long story short, den konnte man sich dann einfach so quasi rein updaten und seitdem ist er drin, der klingt meiner Meinung nach absolut geil. Für diejenigen unter euch, die vielleicht kein Cubase haben, kein Halion Sonic haben, zeige ich euch gleich eine Alternative und zwar, das war Diablo 4. Und zwar kennt ihr von Native Instruments
das Complete Start Paket euch runterladen. Das empfehle ich generell allen Anfängern. Das ist eine kleine Instrumentensammlung mit sehr, sehr qualitativ gut klingenden Instrumenten, meiner Meinung nach. Einfach hier den Account erstellen. Dann müsst ihr euch den Native Access runterladen. Das ist quasi so eine Art Zwischenstation, der euch einfach alle weiteren Instrumente reinladen kann. Gibt es auch hier coole Tutorials dazu. Und in diesen gibt es, das sieht man, glaube ich, jetzt hier. Wo ist das? Das sieht man jetzt hier nicht, das zeige ich euch jetzt aber trotzdem mal. Rechtsklick, Add Instruments Track. Bevor jemand sagt, warum hast du das Ding auf Englisch? Weiß ich nicht, erleichtert mir die Dinger. So, und zwar als Alternative, wenn ihr halt dieses Lo-Fi-Piano nicht habt, gibt es hier, wenn ihr euch dieses Complete Start runterladet und alles richtig fertig installiert, unter Play Series Selection die Hybrid Keys. Die klingen meiner Meinung nach sehr, sehr schön. Leider zurzeit, ich weiß nicht warum. Das Ding ist, die sind bei mir ein bisschen verbuggt. Weil aus irgendeinem... Okay, das Plugin ist bei mir gerade ein kleines bisschen kaputt. Weil, also auch nur Hybrid Keys. Ich weiß nicht warum, ist ein bisschen broken. Aber versprochen, wenn ihr euch das selber runterladet, sollte es eigentlich gut passen. Das einfach runterladen. Und dann, wenn ihr so diesen, das noch ein bisschen low-fiiger machen möchtet, dazu gibt es ein schönes kostenloses Plugin von Cymatics. Das nennt sich Origin. Das funktioniert für diejenigen unter euch, die vielleicht das RC20-Plugin kennen, ein bisschen ähnlich. Das ist quasi ein kostenloses Plugin, das euch den Sound quasi in Anführungszeichen ein bisschen kaputter machen lassen könnt. Da gibt es ja einen Chorus-Wheel und eine Saturation. Den habe ich eigentlich in all meinen Lo-Fi-Beats immer mal drin gehabt. Klingt ganz cool. Eventuell kann ich den euch ja... oder was heißt, ich zeige euch den mal ganz kurz in Aktion. Dafür lösche ich das ganz kurz hier weg. So, ich solo das ganz kurz, das Piano, damit ihr einfach nur hört, wie das klingt. Obacht, dieses Piano an sich ist ja schon low-fiig, also da jetzt bitte aufpassen. Das heißt, es ist schon in Anführungszeichen absichtlich schon ein bisschen schrottig. Ich lade das jetzt hier mal rein, drehe einfach mal alles ein bisschen so hoch. So. Das natürlich immer ein bisschen vorsichtig verwenden. Kann sein, dass es jetzt gerade eben nicht so geil klang, weil, wie gesagt, das Instrument an sich ist ja schon low-fiig. Die Drums, das sind eine Zusammensetzung aus Cymatic Drum Samples und alten Drum Samples, die ich selber rumliegen hatte, und einem Sidestick Sound, das von einem kostenlosen Drum, also so einen analogen Drumset quasi war. Das habe ich mir alles so ein bisschen zusammengestellt mit Groove Agent. Das hat auch ein kleines bisschen gedauert. Wenn ihr coole Drums wollt, wie gesagt, Cymatics hat coole Lo-Fi-Drums. Ansonsten gibt es noch, lasst mich hier ganz kurz das hier öffnen, dann kann ich das hier euch kurz zeigen. Dann, genau, das hatte ich mal irgendwie gefunden, produced by EWXK, Lo-Fi-Hip-Hop-Drum-Kit, hatte ich, glaube ich, irgendwie via Reddit oder so gefunden, Cymatics, wie schon gesagt. Juice Work, Rough Cut Drum Kit, das war auch ganz cool. Und Echo Soundworks, Haze Lo-Fi, das waren damals, also damals, als ich sie runtergeladen habe, alles kostenlose Sachen. Ansonsten gerne irgendeinen Drum Sound, den ihr mögt. Oder am Anfang einfach mal Halion Sonic öffnen oder Groove Agent öffnen und einfach mal irgendein Hip-Hop Drum Kit einfach mal aussuchen, vor allem für den Anfang. Einfach mal irgendwas nehmen, das ganz cool klingt, damit ihr schon mal ein bisschen anfangen könnt. Der Bass, das ist ebenfalls ein kostenloses Plugin. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das gefunden habe, weil ich habe einen sehr, sehr, was so Hip-Hop-Beats anbelangt, einen sehr, sehr distinktiven Geschmack. Das ist nämlich, der Name steht jetzt nicht ordentlich. Das ist nicht Keybase, sondern F11. Das war nämlich Martinic Keybase. Hier steht es, Martinic Keybase. Das ist ein schöner Sub-Bass, der klingt dementsprechend ganz geil. Da könnt ihr ein kleines bisschen noch mit den Pedalen hier ein bisschen rumspielen, mit den Knobs ein bisschen rumspielen.
Dann ein zweites Piano, das ist ebenfalls Highland Sonic, aber diesmal ein anderer Sound, der hieß nämlich Cassette Deck. Das spielt nämlich diese Melodie hier. So, dann haben wir noch Mirage. Ah, ganz kurz, ich spiele mal kurz die Drums ab, sorry, dass ihr das mal einfach mal allein hört. Genau. Mirage, das ist ebenfalls ein kostenloses Plugin. Ich bin da so ein Sucker dafür, für Music-Boxen. Die klingen meiner Meinung nach wunderschön und irgendwie erinnern sie mich an eine Kindheit, nicht unbedingt meine Kindheit. Ebenfalls kostenlos. Kommt auch schon mit so ein paar eigenen Effekten. Die habe ich irgendwie alle mal einfach ausgeschaltet, weil ich gerne meine Effekte benutze, aber die könnt ihr einfach mal alle, ja, einfach mal anklicken, ein- und ausschalten. Genau, die Musicbox Suit Free heißt es, beziehungsweise Mirage. Einfach mal googeln, solltet ihr finden. Und auf dieses Plugin benutze ich so gut wie bei all meinen Lo-Fi-Beats. Das ist nämlich Papu. Auch ein kostenloses Instrument. Papu 64B. Ich war mal damals auf der Suche nach coolen 8-Bit klingenden Sounds oder so. Habe einfach mal so eine kleine Kollektion gefunden. Einfach mal runtergeladen. Ich spiele das mal alleine ab. Genau, da könnt ihr so ein bisschen hier mit den Knobs noch ein bisschen rumspielen, Sachen ein- und ausschalten. Genau, und wenn ich das hier wieder ein- und ausschalte, das habe ich vorhin gerade so ein bisschen rumprobiert. Ihr könnt ja gerne auch meine Settings kopieren, wenn euch der Sound gefällt. Wichtig sei hier zu sagen, Papu selbst spielt hier auch nur einzelne Noten, ne? Also klingt vielleicht ein bisschen mehrstimmig, das kommt einfach wegen meiner Einstellung. Genau, das war's erstmal zu den Instrumenten. Wie macht man denn jetzt eigentlich denn so einen Beat? Ich zeige euch jetzt einfach mal nur meine Herangehensweise, was diesen Beat anbelangt. Und zwar, fangt einfach an mit irgendeiner Akkordfolge. Wirklich komplett egal was. Ja, spielt ein C-Dur zuerst und danach ein D-Moll, vielleicht noch ein F-Dur oder so. Wenn ihr kein MIDI-Keyboard besitzen solltet oder gerade kein anderes MIDI-Gerät oder gerade kein Instrument oder sonst was, nicht so schlimm. Ihr solltet im Internet ganz, ganz viele Tutorials bestimmt finden. Ansonsten könnt ihr jetzt auch erstmal gerne meine Noten hier kopieren oder einfach den MIDI-Editor selber öffnen. Das geht ganz einfach, indem ihr hier auf das Stiftwerkzeug klickt, dann hier euch so eine Spur macht, dann wieder hierhin, dann einfach Doppelklick, so, und dann hier wieder das Stiftwerkzeug, einfach dafür rechte Maustaste gedrückt halten, einmal hier nach links, rechte Maustaste loslassen, so, einfach hier raufklicken, jetzt haben wir ein C. Ne, und ein Akkord, wisst ihr, besteht ja aus mindestens drei Tönen, C, E, hoppala, so, das wäre jetzt ein C-Dur-Akkord, der besteht aus C, E, G. Wie ihr seht, habe ich kein MIDI-Keyboard benutzen müssen, das geht aber auch nur, weil ich eine minimale Vorstellung habe von Musiktheorie. Ansonsten, Internet, ihr findet wirklich ganz, ganz viele Tutorials. Oder irgendwelche Samples benutzen, die ihr rumliegen habt. Oder wie gesagt, feel free to use my stuff. So sieht das Ganze tatsächlich aus. Ich warte hier eine kurze Sekunde, dann könnt ihr, wenn ihr euch möchtet, euch ein Bild davon machen und klingen tut das dann so. Das sind nichts anderes als einfache Basisakkorde, die nochmal mit etwas erweitert wurden. Da habe ich einfach ein paar Töne hinzugefügt. Und für die Einfachheit, weil das jetzt nicht direkt von meiner Feder kommt, sondern das Coole ist, in Highland Sonic waren schon fertige Akkorde in diesen Pads hier drin. Dann muss ich mir nur ganz kurz die Noten kurz händisch raussuchen, hier eintragen und voilà, ich hatte einfach jetzt diese Akkordfolge. Und dann habe ich gedacht, hey, wenn ich die Akkorde so quasi platziere, klingen die ganz cool. Wir sind im Tempo 90 BPM, ihr habt vorhin gehört, das Metronom war an. Und so fange ich die allermeisten Beats an oder könnt ihr gerne die allermeisten Beats anfangen. Einfach mit irgendeiner stupiden Akkordfolge, ist ja auch egal. Und wie ihr seht, das sind... Wir sind hier bei 4, nee Quatsch, das sind sogar nur 2 Takte tatsächlich, ne? Hier von 4 nach 5 und von 5 nach 6.
Das heißt, ich habe hier mal 1, 2, 3, 4, 5 Akkorde theoretisch in zwei Takte gepackt, von hier nach hier. Ne? Und hier fängt wieder der neue Metronom-Hit an. Ihr hört das. Ihr könnt auch ein Akkord pro Hit, ne? Also Viervierteltakt, wir sind im Viervierteltakt, 90 BPM, ne? Das geht. Da könnt ihr einfach auf jeden Hit oder auf jedes Klatschen oder sonst was einfach einen anderen Akkord packen. Das geht auch. Macht das wirklich bitte, wie ihr wollt. So, das habe ich dann einfach erstmal nur dupliziert. Mehr war das nicht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauche ich ja natürlich Drums dazu. Und die Drums gucken wir uns hier an. So, das sind die Drums. Sorry. So, Doppelklick in die Drums. Wie ihr seht, ganz einfach. Wenn ihr, ich mach's mal so, wenn ihr noch nicht so eine Ahnung habt von Drums, ne, das ist völlig okay. Wenn ihr wirklich noch completely neu seid, hier, ich gebe euch mal einen, ich sag mal, einen kleinen Tipp. Ich zeichne jetzt eine komplett neue MIDI-Spur an. Ich gebe euch so einen kleinen Tipp. So. So. Wir haben ja gesagt. So. Also. Wir sind im Viervierteltakt. Hier diese dickeren Linien, das sind ja immer die Metronomschläge. Ne, wie ihr das hört, auf jedem Metronomschlag liegt einmal eine Kick, einmal eine Snare. Einmal eine Kick, einmal eine Snare. Das heißt, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt oder sonst was oder gerade keine Idee oder was auch immer, beginnt super simpel. Okay? Und macht das einfach hier dementsprechend lang. Also hier die etwas dickeren Linien hier bei der Quantisierung von 1/16. Ne, das heißt, hier bei einer 41.2 ist der zweite Metronom-Hit. Der erste ist bei einer 41, das war jetzt hier verdeckt. Der erste ist hier bei der 41, der zweite ist bei der 41.2, der zweite ist bei der 41.3, der vierte ist bei der 41.4 und dann hört es auf, weil es sind ja nur vier Schläge und dann fängt der neue Takt an. So, und dann könnt ihr das einfach mal, die Kickdrum, einfach mal verkürzen um die Hälfte, duplizieren, damit es trotzdem hier noch diesen Teiltakt füllt. Dann hören wir uns mal an, wie das klingt. Okay, klingt auch cool. Nehmen wir nochmal die Hälfte davon. Okay, cool. Klingt cool, übernehmen wir so. Hier kürzen wir um ein Viertel. So. Und so habt ihr schon, ich sag mal, aus einem ganz, ganz einfachen Ein-Metronom-Schlag, ein Instrumenten-Hit, einfach mal etwas Komplexeres gebastelt. Ja, einfach mal für den Anfang, um überhaupt reinzukommen, um so ein bisschen in dieses komplexe MIDI-Editor-Gedöns. Ja, sieht vielleicht am Anfang ein kleines bisschen kompliziert aus, ist es aber tatsächlich überhaupt gar nicht. Ansonsten für die Leute unter euch, die vielleicht ein kleines bisschen weiter sind, was ich dann auch empfehle, euch das einfach mal anhören, diese Klavierspur oder Akkordspur oder Gitarrenspur oder was auch immer ihr da gebaut habt. Das auch loopen. Erstmal. Loopen geht einfach. Steuerung Linksklick hier, Alt Linksklick hier und dann hier auf Transport Cycle On. Und dann loopt es von automatisch. Und dann euch das einfach mal anhören und selber irgendwas in die Hände klatschen oder dazu Beatboxen oder sonst was. Einfach mal versuchen, wie könnte der Drum Sound dazu irgendwie passen. Das einfach zwei, dreimal machen. Vielleicht euch parallel dazu dabei aufnehmen. Und dann einfach eure Idee übertragen in die Drums. Und bei mir war das dann quasi so. Hier ist die Kick. Die liegt auf der 1. Die Snare. Die liegt auf der 2. Der dritte Kick. Der liegt auf der 3. Und kurz davor kommt nochmal ein Kick. Und die Hi-Hats, beziehungsweise die Shaker, ganz stümperhaft. Moment, ich mache das hier mal ganz kurz weg. So.
Und die Drums klingen bum, bam, bum, 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 bam. Mehr ist das nicht. Okay, und das habe ich dann einfach knallhart durchgehend kopiert. Okay, mehr ist das nicht. Und die Shaker ist einfach. Okay, hört ihr? Hört ihr ja hier. So, ich mach's mal kurz weg. Die sind dementsprechend kurz. Na, einfach hier. So, so würde das aussehen. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht allzu lang, wenn ich einfach nur das komplett bis zum Takti ziehen würde. Na, das ist einfach nur. Und das war's. Einfach eine lange Note. Aber wenn ich das natürlich kürze, so dass in einen Teilhit zwei Hits reinpassen oder in einen ganzen Takt dann 2, 4, 6, 8 Hits reinpassen. Ja, ihr merkt, man kann das Ganze sehr, sehr mathematisch ansehen. 2 Hits pro Taktschlag. Bei 4 Taktschlägen sind das 8 Hits. Ne? Klingt das dementsprechend? Also eigentlich wirklich super duper simpel, aber ich fand das damals zusammen mit dem Piano ganz cool. Mit damals meine ich gestern. Nee, vorgestern. Okay, das war's zu Drums und Klavier. Wenn ihr dann die Basisstruktur für den Anfang halt erstmal habt, also die Akkordfolgen und die Drums dazu habt, dann fange ich immer mal wieder mit dem Bass an. Wie schon gesagt, das war das Keybass von Martinek. Und hier habe ich einfach knallhart meine Klavierspur genommen. Und dann die Root Notes, also die Basisnoten hier, diese Bassnoten, kopiert und hier eingefügt. Und dann natürlich eine Oktave tiefer gemacht. Also der Bass, der spielt einfach nur die Grundtöne. Ganz stümperhaft, ja, wie man das halt vom Bass so ein bisschen kennt, der spielt einfach die Grundtöne. Das heißt, wenn hier ein D-Moll irgendwas Akkord ist oder so, oder ein C, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, dann spielt das Bass auch C im Grundton. Ne? Also, wie man das halt nun mal kennt. Der Bass, natürlich kann man den Bass noch ganz komplexer gestalten, aber für den Anfang, nehmt eure Akkordfolgen, angenommen eure Akkordfolge besteht aus C-Dur, und G-Moll beispielsweise, nur aus den beiden Akkorden, dann spielt der Bass immer, wenn der C-Akkord spielt, die Note C. Und wenn der G-Akkord spielt, die Note G. Und dementsprechend einfach ein bisschen tiefer, damit das halt ein bisschen basslastiger klingt. Aber ihr könnt es gerne auch eine Oktave höher machen oder so. Echt, es ist euer Beat, macht's wie ihr wollt. Das war's auch schon. Ist im Bass nicht drin, ihr merkt. Ich versuche das ein bisschen einfacher zu halten. Ich hoffe, man kann mir... Ja gut, ich hab's gerade... Ich hoffe, man kann mir gut der folgen. Wie gesagt, ich möchte das auch nicht allzu lang lassen, aber ich will einige Sachen noch schon highlighten, weil ich auch ein bisschen wichtig finde, meine Güte. Und natürlich, zu jedem Beat gehört auch immer eine schöne Melodie, die dann nochmal neben den Akkorden mitspielt. Das habe ich tatsächlich einfach erstellt, indem ich ein bisschen rumgedümpelt habe auf dem MIDI-Keyboard. Ist eine ganz einfache Melodie, die habe ich aber mit einem anderen Instrument, wie schon gesagt, Halion Sonic, aber mit Kassett-Deck. So, und das hört sich dann so an. Und zwar, Sekunde. Ah, genau. Und zwar hier spielt diese Melodie hier. Ba, ba, bam, bam, bam. Die spielt noch in der relativ gleichen Tonlage wie die Akkordfolge hier bei mir, ne, seht ihr? Und dann später habe ich sie einfach eine Oktave tiefer genommen. Wie man Sachen eine Oktave tiefer nehmen kann, MIDI-Editor öffnen, Steuerung A, um alles zu kopieren, Shift und dann Pfeiltaste runter, zack, eine Oktave tiefer. Oder Shift, Pfeiltaste hoch für eine Oktave höher. You get the idea. Das war's. Und dann, wie ich es immer mache, habe ich einfach hier mein Mirage ausgepackt. Hier die Musicbox, habe das einfach runterkopiert und zusammen klingen die so. Love it! Mehr war das nicht. Und alles zusammen klingt ab circa hier. Das habe ich vorhin bei den Drums ein bisschen verschwiegen. Ich habe zwar gesagt, ich habe hier alles kopiert, aber hier seht ihr, bei dem neuen Taktik ist hier keine Kick mehr, die habe ich rausgenommen. Ich fand die so cooler.
So klingt das also so. Klang meiner Meinung nach ein bisschen spannender. Das mache ich ständig. Ich baue mir erstmal die Grundstruktur auf und hin und wieder nehme ich meine Kick raus, meine Snare raus, manchmal nehme ich beides raus, manchmal nehme ich Hi-Hats raus oder Shaker raus. Macht das. Erstmal die Basisspur aufbauen, vielleicht noch duplizieren, damit ihr das mal Reserve habt oder so und dann bei der duplizierten oder bei der originalen einfach ein bisschen, ja, Frankenstein ein bisschen rumspielen, rumbauen. Und das war es erstmal zum Grundbeat. Ja, das war, das habe ich dann auch erstmal alles hier kopiert. Und dann, ich gehe gegen Ende nochmal auf das Gesamtarrangement ein. Hier ab Takt 12 beginnt dann quasi der Verse-Part. Und hier habe ich, so wie es sich gehört, für faule Beat bauende Menschen alles rausgenommen, bis auf das Klavier. Spannung erzeugen. Klingt mystisch. Wie gesagt, sehr, sehr simpel. Ich habe noch eine kleine Sache gemacht. Und zwar habe ich hier immer die höchsten Noten rausgenommen. Ich zeige euch das mal hier im Vergleich. Der höchste Ton war hier zum Beispiel beim ersten Akkord ein G, dann ein D, ein G. Die habe ich dann einfach im Verse rausgenommen. Ne? Hier seht ihr es nicht mehr. Das hatte lustigerweise den Vorteil, Achtung, das zeige ich nicht hier, das zeige ich hier. Das hatte nämlich den Vorteil, weil wenn ihr das macht, also wenn ihr meine Akkorde kopiert und dann immer nur die höchsten Noten und immer nur eine Note rausnimmt, dann klingt das zusammen so, Achtung. Bam, bam. Ne, dann bleiben die noch ein bisschen übrig, das klingt irgendwie ganz cool tatsächlich. Das habe ich beim ersten Mal erstmal auch rausgenommen. Und dann beim zweiten Mal drin gelassen. Also das ist das Ding, ne? Manchmal, ich kopiere Sachen, nehme einzelne Töne raus und schon klingt das ein bisschen anders. Und bei so einfachen Geschichten reicht das. Wirklich, nehmt am Anfang 4 Akkorde für den Refrain. Dann kopiert ihr die 4 Akkorde für den Verse und nehmt vielleicht 2 Töne raus. Und dann habt ihr vielleicht nur noch die Grundstruktur der Akkorde oder sonst wie. Deswegen ist es immer cool, wenn man im Refrain oder im Chorus mit, ich sag mal, mehr als 3 Tönen arbeitet, weil dann kann man im Verse dann diese überschüssigen Töne einfach mal rausnehmen und dann klingt das Ganze schon nach was Neuem oder so. Genau, und dann fangen ganz normal Drums und Bass und alles drum und dran wieder an. Hoppala. Und dann kommt wieder diese Melodie hier von dem Refrain. Aber wie ihr seht, eine Oktave tiefer. Aber hier kommt jetzt der Clou. Ab 24 fängt der Refrain an und kurz davor kommt die Melodie von hier und geht zu ihrer Ursprungsposition hier wieder zurück. Und dann spielt auch mein Papu. Was spielt denn mein Papu? Die Grundtöne. Natürlich. Was denn auch sonst? Was soll Papu denn sonst spielen? Nicht ganz die Grundtöne tatsächlich. Was spielt denn mein... Moment, Sekunde. Hier müsste ein F spielen. G. Okay, es spielt nicht ganz die Grundtöne, aber das ist ja jetzt erstmal egal. ich hätte auch hier die Grundtöne spielen lassen können. Das lag einfach nur daran, ich habe hier diese MIDI-Spur hier runterkopiert. Und weil Papu eigentlich immer nur eine Note gleichzeitig spielen kann, habe ich einfach die Noten ausgewählt, die cool klangen. Und alles gemeinsam klingt dann so. Wie ihr seht, kommt diese hohe Melodie hier nicht mehr vor. Das lag daran, weil ich es einfach vergessen habe. So. Und die kommt nicht mehr, das, beziehungsweise ich habe es nicht nur vergessen, ich habe die Spur einfach falsch dupliziert. Weil normalerweise müsste ich das natürlich richtig kürzen, dann richtig duplizieren und dann würde das nicht passieren. Aber hier passiert jetzt ein Happy Accident. Weil hier habe ich ja nochmal diese tiefere
Also die gleiche Melodie, nur eine Oktave tiefer. Und weil das hier das Ende des ersten Refrains ist, beziehungsweise des zweiten Refrains, klingt das dementsprechend irgendwie cool. Kommen wir zum Gesamtarrangement. Ups. Ursprünglich begann der Beat so. Alles, was ich jetzt markiere. Am Anfang war nur das, okay? Was ich dann gemacht habe, ist das Klavier genommen, hier nach vorne geschoben für 1, 2, 3, 4 Takte. Und das war's. Nur das Klavier drin gehabt. Dann habe ich gedacht, wie wäre es, wenn die Drums kurz davor eintreten? Dann habe ich einfach den Teil genommen, der hier kurz den Takt beendet. Beziehungsweise, wenn ich das hier, glaube ich, verlänge. Ah, genau. Ich habe sogar das hier gemacht. Ihr seht, das waren ja die ursprünglichen Drums. So, und ich habe ihr gesagt, hey, am Anfang will ich nur das Klavier alleine haben. Aber kurz davor sollen ja die Drums einsetzen. Das heißt, ein Takt zuvor. Dann habe ich das einfach hier gepackt. Zack. Und jip, bis dahin gekürzt. Ganz einfach. Ihr könnt es auch für euch komplett weglassen. Wie schon gesagt, das hier war der normale Beat. Dann habe ich die Klavierspur genommen, dupliziert, die höchste Noten entfernt und gesagt, hey, ich nehme nochmal alle Elemente raus, bis auf das Klavier. Und das ist mein Verse. Und für den restlichen Verse habe ich wieder alles reingeschoben. Das hier auch ganz normal rüber kopiert, aber eine Oktave tiefer, damit ihr das hier seht. Beziehungsweise am Anfang habe ich sogar tatsächlich die Melodie du auch drin gelassen. Ah, da, die war dann tatsächlich auch drin, aber die könnt ihr rauslassen. Habe ich gedacht, ach komm, ich will nicht nur die Akkorde drin haben, sondern. Deswegen ist es meiner Meinung nach, vor allem bei Beats, so powerful, wenn ihr das erstmal am Anfang, das erstmal vollpackt und dann wirklich Stück für Stück, wie so kleine Lego-Steine, erstmal dementsprechend kürzt oder dementsprechend verlängert und dann hin und her schiebt und einfach mal ausprobiert. Wenn ihr das nämlich alles schön auf 4 Takte spreadet oder auf 2 Takte, einfach immer so, dass es halt immer gleich lang ist, könnt ihr das wirklich buchstäblich wie kleine Lego-Steinchen hin und her schieben. Ja? Morphologie für Musikproduktion. Und dann, wie gesagt, war hier der Verse. Den habe ich dementsprechend auf, weiß ich jetzt nicht, wie viele Takte. Dann hier kurz bevor der Chorus anfängt, diese Melodie genommen und dann in die ursprüngliche Position. Dann noch der Papu, das Papu als nochmal zusätzliches Extra-Element, damit man weiß, das ist jetzt auf jeden Fall der Chorus. Okay, und das war's tatsächlich. Sekunde. Mehr. Hoppala. Mehr ist das jetzt auch erstmal nicht. Ja, sorry, das Video wurde ein kleines bisschen lang, aber ich wollte, dass man auf jeden Fall alles Wichtige versucht, so ein bisschen mitzunehmen. Also, to recap, was habe ich gemacht? Als kleine Zusammenfassung. Erstens, baut euch eine Akkordstruktur mit irgendeinem Instrument, ist völlig egal welches. Zweitens, haut darunter Drums, fangt simpel an, bum, bam, bum, bum, bam, bum, bam. Oder irgendein anderes Muster. Ist völlig egal. Oder pro Metronom-Hit. Zuerst Kick, dann Snare. Es ist wirklich egal. Es ist euer Ding. Der Bass spielt einfach die Grundtöne. Und dann spielt ihr einfach eine Melodie darunter. Und dann vielleicht noch eine weitere Melodie. Oder ihr kopiert die Melodie auf einem anderen Instrument. Und dann noch eine zweite oder dritte Melodie. Oder eine vierte oder eine fünfte. Baut euch erstmal ein 4-Takte-Basisbeat. Und verschiebt die Sachen hin und her. Okay? Das zeige ich euch jetzt mal hier. So, ich habe das kopiert. Hier auf Takt 70.
Wow, clever. So, hier. Wisst ihr was? Dann sagt, okay, macht folgendes. Ihr nehmt diese zwei Sachen, schiebt sie euch hier rüber und sagt, mein Beat beginnt so, nur mit Klavier. Und dann sagt ihr, hey, die Drums sollen erst ab der Hälfte eintreten. Oder diese Melodie soll, ne, dieses Mirage soll erst später kommen. Also wie ihr seht, das sind wie kleine Bauklötze. Solange sie die passende Länge haben, darauf solltet ihr immer achten, kann man sie wirklich wie so kleine Bauklötze hin und her schieben, duplizieren, löschen, reinklicken, was verändern, rausklicken. Sorgt für die exakt gleiche Länge. Fangt mit einem simplen 4-Takte, 1, 2, 3, 4, einem 4-Takte-Beat an mit Klavier, Drums, Bass, Melodie 1, Melodie 2, mit 5 Elementen oder 4 Elementen. Einmal richtig machen, schön alles auf Grid, dass schön alles im Metronom liegt und dann hin und her schieben, hoch, runter, links, rechts, Elemente löschen und so weiter, neue Instrumente laden, alte Instrumente löschen. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht allzu lang. Ich wollte wirklich alles Wichtige drin lassen. Ich hoffe, ihr habt alles Wichtige verstanden. Bitte nehmt das einfach als Inspiration an. Vielleicht für eure Projekte. Nehmt das, verändert das. Ihr könnt auch gerne meine Akkorde hier jetzt mal kopieren. Ich habe es jetzt erstmal nicht vor, in nächster Nähe irgendwo zu releasen oder so. Das ist das erste Mal, dass ich das mache, dass ich sage, hey, nehmt einfach meine Sachen oder nehmt andere Instrumente oder sonst wie. Ich wollte euch einfach nur versuchen, meinen Approach darzustellen. Genau. Ansonsten war es doch erstmal von meiner Seite aus. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, just let me know. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Sorry, war ein bisschen lang. Aber lieber ein kleines bisschen zu lang mit ganz vielen Info als zu kurz, wo ihr dann am Ende denkt, ja, ich verstehe immer noch nichts. Okay, das war's dann auch schon. Und ja, peace out.